Wenn die meisten Leute ein bisschen erfolgreich werden, das heißt, sie können ihre Rechnung bezahlen, sie können sich vielleicht ein Auto kaufen, sie leben in einem schönen Zuhause, sie gewinnen im Wettkampf der Anerkennung gegen ihre Schulfreunde oder ihren engen Familien- und Bekanntenkreis. Ihnen geht es also gut in diesem engen Kreis. Und hey, das ist toll. Aber das ist vielleicht, wo sie ihr Leben lang bleiben werden. Vielleicht so lange, bis sie sterben. Und bitte, wenn sie das wirklich glücklich macht, okay. Aber ich will, dass du darüber mal nachdenkst. Weil das ist der Punkt, wo sich eine gewisse Routine einschleicht. Gewohnheiten entstehen, die dich vielleicht in einer festen Spur halten. Und du wirst niemals erkennen, was eigentlich noch möglich wäre. Weil diese Dimension sich dir niemals öffnen wird. Weil du dir das gar nicht vorstellen kannst, wie es wäre, wenn. Aber das bedeutet nicht, dass es diese Dimension nicht gibt für dich. Dein Leben wird vielleicht geprägt von den Schwierigkeiten, dem Schmerz, der Frustration und der ganz andere Scheiß, mit dem du tagtäglich klarkommen musst. Und wenn du mehr solcher Tage erlebst, dann solltest du etwas verändern. Egal wie gut du damit klarkommst. Klarkommen bedeutet nicht, dass du es überwunden hast. Prüf mal, ob es da in dir einen Anteil gibt, der sagt, Scheiße nochmal, was machst du? Du kannst mehr. Und du kannst nicht nur damit klarkommen, du kannst es überwinden, durchbrechen. Du willst mehr, dann frag auch noch mehr. Leben, komm schon, gib mir alles, was ich brauche, um zu wachsen. Um erfolgreich zu sein, um ein Leben zu erschaffen, was du wirklich willst. Dafür brauchst du konstantes Wachstum, Evolution, tägliche Disziplin. Und wenn du ein Hindernis aus dem Weg geräumt hast, was machst du dann, wenn du ein Ziel erreicht hast? Du suchst dir eine neue Herausforderung und setzt dich nicht zur Ruhe. Ruh dich mal aus, ja, aber glaube nicht, dass du in deiner Komfortzone überhaupt ermessen kannst, was möglich für dich ist, wozu du imstande bist. Das erfährst du nur, wenn du wächst und aus deiner Komfortzone trittst. Ich sag dir mal was. Komfort wird uns umbringen. Du bist hier, um Erfahrung zu machen. Und du hast sicherlich noch nicht alles erlebt, was es zu erleben gibt. Auch wenn du das in deiner Komfortzone gerade denkst. Wofür schlägt dein Herz? Wovor hast du Angst? Was machst du nicht, weil du so viel Schiss hast? Welche Handlung führst du nicht aus, die dich aber eigentlich auf das nächste Level bringen würden? Wenn du dich unkomfortabel fühlst, dich nicht wohlfühlst, weil du deine Komfortzone verlässt, weißt du was? Hier trainierst du dich auf Erfolg, programmierst dich auf Erfolg, konditionierst dich auf Erfolg. Denk nicht an all das, was du vielleicht verlieren könntest. Denk daran, was du alles gewinnen könntest. Dein Leben steht hier und jetzt auf dem Spiel. Verstehst du das? Wenn du selbst oder deine Eltern, deine Vorgesetzten, deine Lehrer oder wer auch immer dich verklickern will, sei doch einfach zufrieden mit dem, was du hast. Bleib bei dem, was du hast. Genug ist genug. Du kannst nicht alles haben. Warum nicht? Warum verdammt nochmal kannst du nicht alles haben? Wieso erlaubst du dir oder anderen überhaupt eine Grenze zu ziehen? Eine Limitierung? Als ob du wissen würdest, was mit deinem unendlichen Potenzial möglich ist und wann es ausgeschöpft ist. Sei dankbar, aber limitiere dich nicht. Also, geh raus aus deiner Komfortzone, denn du willst kein Komfort. Du willst Freiheit. Jederzeit, überall, finanziell, beruflich, in Beziehung. Du willst dich frei in dir selbst fühlen, oder nicht? Komm aus dir heraus, Mann. Wenn du eine Gewohnheit entwickelst und du machst etwas täglich, was du vorher nicht gemacht hast, dann bekommst du Angst. Und je intensiver diese neue Handlung mit deinen Emotionen aufgeladen ist, desto mehr Angst hast du, sie zu tun. Aber niemand geht aus seiner Komfortzone und ist direkt in der Erfolgszone. Zwischen der Komfortzone und der Erfolgszone ist die Lernzone, wo du deinen Weg zum Erfolg lernst. Du machst Erfahrung. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern 10, 20, 30, 40, 50, 100 Mal auf einer täglichen Basis. Dann entwickelst du eine neue Gewohnheit und weitest deine Komfortzone aus. Und wenn du eine Sache gemeistert hast, was machst du denn? Was machst du? Dann schnappst du dir die nächste und die nächste und die nächste. Hier geht es um deine persönliche Freiheit in diesem Leben. Also geh raus
Geh raus aus deiner Box, aus deiner Komfortzone. Denn draußen wartet die Freiheit. Du hast Angst, fühlst dich minderwertig, lebst in Abhängigkeit oder im Mangel, zweifelst an dir selbst. Du weißt, du könntest mehr, aber kommst irgendwie nicht voran, blockierst dich oder fühlst dich gefangen in dir. Eine Frage: Wie lange willst du so noch weitermachen? Das Leben ist begrenzt, also tu etwas, tu etwas. Du hast grenzenloses Selbstbewusstsein und Wachstum verdient und du musst es satt haben, so weiterzumachen wie bisher. Bewirb dich auf ein kostenloses Erstgespräch unter www.thenextlevel.de und wir bringen dich mit deinem absoluten Turbo in der Blockadenlösung super schnell wieder zurück zu dir selbst, sodass du jeder Situation souverän begegnen kannst und ein selbstbestimmtes Leben führst. Hast du's satt? Dann freue ich mich auf dich. Dein nächstes Level ist Level. Yes! Yes!